Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu The Whispered World in Kapitel 2 in der Hütte von Mulachai. Hey, es hat sich gereimt, aber ziemlich schlecht. Ich will ihn nicht stören, er will allein sein. Mulachai, erzähl uns was. Nett hast du's hier. Danke, ich lebe gerne allein. Och, warum das denn? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Einsamkeit ist ein wahrer Segen. Ganz meine Meinung, aber du wiederholst dich irgendwie. Was hältst du von Ruben? Was hältst du von Ruben? Er ist ein Narr. Er denkt, er kann alles so lassen, wie es ist, indem er keinen Finger mehr rührt. Es scheint eine gute Taktik zu sein. Es ist ein Irrtum. Nichts steht still. Alles bewegt sich und das ist gut so. Das würdest du nicht sagen, wenn du wüsstest, was ich weiß. Hm? Ach, nichts. Was sollen denn all die Kerzen? Genau, erklär uns das mal. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit den Yakis zu tun, aber soll er uns mal erklären. Was sollen all die Kerzen? Das ist mein Beitrag zum Gleichgewicht auf dieser Insel. Alles hat Einfluss aufeinander. Das Licht der Kerzen hält die 5 Yakis fern, die auf dieser Insel leben. Es heißt, sobald die 5 im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Die 5 anderen? So heißt es. Ja, gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Die Kerzen verhindern also, dass die Yakis Kalida aufwecken? Kurz gesagt, ja. Kannst du das mit den Kerzen nicht einfach bleiben lassen? Das wäre sehr nett. Nein. Nein? Ach komm schon, es ist wichtig. Wir könnten alle sterben. Nur Stillstand ist der Tod. Merkt ihr das? Es gibt keine Balance ohne Bewegung. Ach, das ist doch alles nur Gewäsch. Ich rede hier von einer tatsächlichen Bedrohung. Es ist kein Gewäsch. Eher ein Naturgesetz. Keine Balance ohne Bewegung. Es ist wie in diesem Schachspiel hier. Und wenn ich dir das Gegenteil beweise? Ich habe dir gesagt, dass es unmöglich ist. Was willst du also beweisen? Dass du dich irrst. Ich will mit dir über Kalida reden. Was willst du wissen? Ich habe vor, Kalida zu wecken. Das wäre sehr unklug. Das glaube ich nicht. Einfach nur, das wäre unklug? Gibt es dafür vielleicht auch eine Begründung? Keine, die dir gefällt. Keine, die dir gefällt? Eine Frage noch. Würde mir die Begründung tatsächlich noch weniger gefallen, als keine zu bekommen? Ich kann es mir nämlich kaum vorstellen. Du bist voller Fragen. Und wenn du die Antworten nicht akzeptieren willst, dann wird das auch immer so bleiben. Wo finde ich Kalida? Genau, erzähl uns das mal. Kalida ist immer unter uns. Wirklich? Schade, dass ich meine Schaufel verloren habe. Ist es wirklich zu viel verlangt, ein einziges Mal eine klare Auskunft zu bekommen? Vielleicht fragst du nur nicht die richtigen Fragen. Wie wäre es mit, wann hörst du endlich auf, um den heißen Brei herumzureden? Okay, genug von Kalida. Genug von Kalida. Wie du willst. Was spielst du da? Das ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin gut in Rätseln. Worum geht es? Ist das eine Art Damenspiel? Das Problem ist eher philosophischer Natur und es ist lehrreich. Das Rätsel lehrt uns, dass es nicht möglich ist, ein vollkommenes Gleichgewicht zu schaffen. Alles muss immer in Bewegung bleiben. Okay, das wollen wir doch mal sehen. Ja? Das wollen wir doch mal sehen. Du kannst es gerne versuchen, aber es ist zwecklos. Also, was muss ich machen? Die Damen können waagerecht und diagonal ziehen, wie beim Schach. Sie müssten am Ende so stehen, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können. Aber bemühe dich nicht. Gleichgewicht ohne Bewegung, so etwas ist unmöglich. Uff. Na, das wollen wir doch mal sehen. Okay, wir müssen die also so anordnen, dass die sich nicht gegenseitig ins Gehege kommen.
Uff. Okay, wie machen wir das? Die überschneiden sich. Wir müssen die so setzen. Die können so und so gezogen werden. Wir müssen die so setzen, dass sie sich nirgends überschneiden. Wenn ich den jetzt da hinsetze, überschneiden die beiden sich. Wenn ich den da hinsetze, dann überschneiden die sich. Ah, fällt mir jetzt erst auf. Dass ich dann ja sehe, wo die sich überschneiden. Machen wir mal so. So. Wie ist das? Nicht richtig. So, die sind schon mal. So. Okay, die sind schon mal halbwegs richtig. Die sind nicht mehr in Gefahr. Stellen wir den mal dahin. So, dann überschneidet er sich aber mit dem. Ich glaube, wir machen hier mal einen kleinen Cut und ich schreibe mir das mal eben auf, weil das einfach leichter ist, sich das aufzuschreiben und rumzutüfteln, als wenn ich das jetzt hier während der Aufnahme mache und die ganze Zeit hier nur unnötig rumtüftel. Ich versuche mal kurz. So. Ich will es nochmal. So, das ist die Ausgangsposition. Stand die gerade eben nicht anders? Wir stellen die mal so hin, wie die gerade eben waren. Das müsste theoretisch. Keine Ahnung. Ich glaube, der stand hier. Ich glaube, hier stand einer. Auf jeden Fall stand da einer. Was hier? Nee. Stellen wir den mal da hin. Hier oben stand sonst eigentlich keiner. Ich glaube, in jeder Reihe hier. Glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr.
In jeder Reihe stand einer. Die waren so schräg so schräg. Und dass nur die beiden in der Ecke sich überschnitten haben. Okay, da haben wir schon mal die Ausgangsposition. Ich schreibe mir das mal eben auch nochmal auf. Die verschiedenen Lösungswege, die mir da irgendwie gerade durch den Kopf geistern. Beziehungsweise nicht durch den Kopf geistern. Irgendwie kommt mir das Rätsel bekannt vor aus einem anderen Spiel. So, den. Der würde sich dann da überschneiden. Ich mache hier mal einmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich schon wieder. Ich habe mir das jetzt mal eben kurz aufgezeichnet mit der Ausgangsposition. Und wie das am Ende eigentlich aussehen soll oder könnte. Ich hoffe mal, das geht auf. Ich habe jetzt leider auch auf die Schnelle hier kein Schachbrett zur Hand. Aber wenn man es aufzeichnet, das sollte auch funktionieren. So, erstmal packen wir die alle mal eben kurz auf eine Stelle hier. So, den lassen wir mal hier. So, laut Zeichnung muss hier einer hin. Dann muss laut Zeichnung hier einer hin. Dann 2, 3, 4. Ja, ich würde das hier gerne mit einem richtigen Schachbrett ausprobieren, aber wie gesagt, ich habe jetzt hier gerade leider keins zur Hand. So, eins. Hier. Okay, nehmen wir erstmal den. Von der Ecke aus. Ich hätte mir das mal vielleicht ein bisschen farbiger aufmalen sollen, nicht alles in einer Farbe. Fangen wir mal mit der Reihe hier an. So. So, ich glaube, den habe ich falsch gesetzt. Ah, ich sehe schon den Fehler, den ich hier gerade mache. Ich habe mir die Figuren einmal aufgezeichnet und die ausgefüllt als Kreis und einmal nicht ausgefüllt. Und ich habe hier jetzt gerade hier einen kleinen Kuddelmuddel reingekriegt. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So. Da muss einer hin. Da muss einer hin. Mensch, ich habe das ja hier extra aufgezeichnet. Okay, laut dem, wie ich es aufgezeichnet habe. Ah ja, klar, das kann auch nicht funktionieren. Hätte hier jetzt einer hingemusst. Hey, ich glaube, ich habe es geschafft. Die Damen können sich nicht mehr gegenseitig schlagen. Sehr schön. Tatsächlich. Das ist bemerkenswert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Tja. Du bist nicht der Erste, der mich unterschätzt. Du hast mir ein neues, weitaus schwierigeres Rätsel aufgegeben, junger Mann. Ist am Ende so etwas wie eine Balance durch Stillstand
doch denkbar? Ich werde wohl mein Werk auf dieser Insel überdenken müssen. Das heißt, du wirst keine mysteriösen Reden mehr schwingen? Ich werde vor allem erst einmal keine Kerzen mehr anzünden. Sehr schön. Da bin ich auch, dass ich besser wüsste als der Wind, wann ein Licht lange genug gebrannt hat. Ein Nichts. Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht. Löse das Schachrätsel, ohne es zu überspringen. Sehr schön. Haben wir den Erfolg auch noch mitgenommen. Was haben wir hier denn noch? Kerze. Können wir die mitnehmen? Kann ich mir diese Kerze ausleihen? Ja, nimm sie ruhig. Jeder braucht ein Licht, das ihn im Dunkeln leitet. Und es ist gerade ziemlich dunkel. Die Töpfe? Kann ich mir einen von deinen Töpfen mitnehmen? Das geht leider nicht. Ich besitze nicht viel. Ich habe nichts, was ich entbehren Aber eine könnte. Kerze. Gläser? Kann ich mir eines von deinen... Das geht leider nicht. Ich habe... Okay, ich schätze mal, dann haben wir hier alles erledigt. Hören wir uns den Audiokommentar noch okay, an. Okay, in dem Screen kommt ein ganz furchtbares Rätsel. Ein Schachrätsel. Ich finde es gar nicht so furchtbar. Doch, ich hab's verbrochen. Ich gebe es zu. Ja, du hast das irgendwo abgezeichnet, ne? aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Markus Unterbewusstsein arbeitet. hier muss ein Rätsel hin, dann drückt er sich irgendwas aus und im Endeffekt passt es ganz genau zu seiner Metapher, die er halt auch genauso unterbewusst halt erstmal einstreut, dann erstmal sagt so, nee, da gibt's gar keine Metapher und im Endeffekt ist sie dann doch da drin. Und genauso war es auch mit dem gesamten Charakter von Mulachai, dem Hüter der Stille, sozusagen, der Sedwick eine Lektion über die über den Stillstand andreht. Ich finde den Charakter irgendwie cool, weil er so schön mystisch ist und trotzdem den eben dadurch in der Lage ist, so den die ganzen Subplot, die ganze innere Handlung halt einfach so ein paar Doubts vor die Fresse zu labern. Und genauso funktioniert auch das Rätsel, aber ich glaube, das ist nochmal ein extra Screen, wo wir nochmal was zu sagen müssen. Ja, auf dem Screen könnte man vielleicht noch... Ich glaube, es fällt nie auf, aber er hat ja ein kleines Haustier, einen kleinen Feuerdrachen, der die ganze Zeit die Kerzen mit ihm wieder aufs Neue anmacht. Ja. Ja, wir hatten auch eine kleine Animation dazu. Die haben wir aber, glaube ich, wieder gestrichen. Mulachai, ja. Ja, Mulachai. Und natürlich fällt einem bei Mulachai auch so ein bisschen auf, ein weiteres Mal... dass Marco seine Inspiration für seine Charaktere und seine ganze Welt halt schon auch stark so aus den 80er Jahre Jim Henson Film zieht. Also Mulachai erinnert mich halt immer so ein bisschen an der dunkle Kristall, aber auch das haben Marco und ich ja gemeint, dass wir halt große Fans von diesen Jim Henson Fantasy Filmen waren und neben den Studio Ghibli Filmen waren sicherlich die Jim Henson Fantasy Filme denke ich mal eine große Inspirationsquelle, zumindest erkenne ich das halt immer wieder. Also jetzt wo er sagt. Der dunkle Kristall. Genau, oder, das letzte Einhorn. Jetzt wo er sagt, stimmt. Ja, die ganzen 80er Jahre Filme. George Lucas und Steven Spielberg waren ja auch mal gar nicht so schlecht. Ja, Anfang in den 90ern waren sie auf einmal hirntot, aber... Oh Gott, wir werden so verklagt. Streichen Sie das. Genau. Ja, aber jetzt, wo er es sagt, stimmt. Ich habe die Ähnlichkeit mit den Figuren aus Der dunkle Kristall. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Und jetzt können wir die ganzen Kerzen hier ausmachen. Aber ich glaube, wir müssen erst zu den Yakis. Oder? Hallo, Yakis. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen erst die Kerzen ausmachen. Machen wir das mal. Ist auch zum Glück jetzt gar nicht eintönig. Oh, hi! Damit kann ich hier nichts ausrichten.
Okay. Kerzen. Schön aus. Mensch, Chadwick, du hast echt kräftige Puste. Also ich hätte die da oben jetzt, wenn ich so klein wäre, nicht ausgekriegt. Dann weiß ich auch, was das Geräusch da oben war. War das Geräusch da oben einer der Yakis. Einer der Yakis, die da anscheinend wird der dann da gefangen gehalten. So, dann brauchen wir nochmal die Leiter. Erstmal pusten wir natürlich die ganzen Kerzen hier aus. Ja komm, alle aus. Da haben wir schon mal alle aus. Dann brauchen wir noch eine Leiter, um wieder ans Fenster zu kommen. Sehr schön. Er pennt. Oh, Hundilein, kannst du etwa nicht knurren? Haben wir hier überhaupt Kerzen? Können wir hier da die Kerze rauf tun? Ja, das wäre ein hervorragender Platz für die Kerze. Hm, okay. Das war jetzt eigentlich nur ein Scherz, ob man da die Kerze rauf tun kann, aber... Und los geht's, Spot. Ist auch in Ordnung. Wie süß. Okay, machen wir Spot wieder normal. Ich puste sie lieber nicht aus. Ich will nicht, dass sich noch ein Yaki unter dem Bett einnistet. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier jetzt so schnell noch einen Yaki finden. Oder dass wir den hier befreien. Ich glaube, so kommen wir hier schneller raus. Ist hier noch eine Kerze? Nee. Okay, wo sind die nächsten Kerzen? Die müssten... Ja, hier sind zwei. Mann, dann wird das hier richtig dunkel. Wie heißt es so schön? Im Dunkeln ist gut munkeln. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht. Oh, die Stelle finde ich echt ein bisschen traurig. Gute Nacht, Mama. Okay, wir haben hier schon mal die Yakis. Nicht die Yakis, die Kerzen aus. Ja, wir haben die Yakis ausgemacht. Jo. Die Yakis sind alle aus. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir die... Wie kriegen wir die Yakis jetzt nur hierher? Da ist einer. Mit den Perlen. Yakis? Perle? Wollt ihr eine Perle? Ich behalte die Perle. Sie war der erste Kuh in... Können wir... Guck mal, Spot. Ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Hm. Sie scheinen sich nicht für dich zu interessieren. Was bist du nur für ein Langweiler? Den normalen Spot? Schade, ich habe gehofft, dass die durch das Licht von Spot, guck mal, Spot, schnell wegrennen. Das bist... Guck mal, Spot. Das bist... Mensch, Inventar, bleib zu. Okay, dann die Fünferform.
Die Firma Fauli ist echt interessant. Guck mal, Spot, ich hab... Nanu, die Yaki scheint wie hypnotisiert von den 5 Minispots. Vielleicht halten sie ihn für etwas zu essen, aber so ganz scheinen sie sich nicht aus dem Nest zu trauen. Ich sollte nach dem letzten Ausschau halten. Vielleicht trauen sie sich ja gemeinsam. Der letzte. Ah, das ist... Dann ist hier jetzt der... Stimmt, jetzt ist das ja einer mehr.